Ich hoffe, das ist eine halbwegs gute Einstellung. Ich werde jetzt zum ersten Mal mitfilmen in so einer Perspektive, wie ich mein Make-up mache, einfach nur zum Fun. Mal sehen, wie das wird. Ich werde das wahrscheinlich dann vorspulen. Ich mache auch kein eigenes Video draus. Das kommt einfach mit in den Vlog. Ich möchte was ausprobieren, was ich jetzt schon bei sehr vielen YouTubern gesehen habe, und zwar den Back Batwing Eyeliner. Und ja, ihr seht dann eh, wie es geht. Ich zeige euch das dann. Ab jetzt sehe ich nicht mehr scharf in die Kamera, aber ist okay. Und ich würde sagen, ich starte. Mein Make-up ist wirklich unprofessionell. Das muss ich noch dazu sagen. Ich benutze auch sehr viele Billigprodukte und mische das mit halbwegs teuren Produkten. Und ja, ich mache das ein bisschen eigen, weil ich finde, Make-up ist grundsätzlich immer Ausdrucksweise und Kunst und soll vor allem Spaß machen. Und ja, mal sehen, wie es wird. Ich habe keinen genauen Plan im Kopf, außer welchen Lippenstift ich nehmen will. Ich den von Jeffree Star benutzen. Scorpio, diesen Braunton. Ich möchte also auch bei den Augen auch irgendwas in Brauntönen machen. Braun mit Gelb vielleicht. Passend zu den Haaren. Und ja. Fangen wir mal an. Ich könnte euch eigentlich weiter runterstellen. So. Ein bisschen näher zumindest. Augenbrauen, immer meine Brille, und seit 15 Jahren kann ich das nicht ohne Brille, dass sie halbwegs gleichmäßig werden. Ja, ich betone halbwegs, weil komplett gleichmäßig werden sie bei mir nie. Und Hut ab für jeden, der das ohne Brille kann. Ich kann es nach 15 Jahren noch immer nicht. So, halbwegs gleich, ich sag's ja. So, wenn ich schon Jeffree Star Lipsticks benutze, werde ich von Jeffree Star hier in diese Palette, in diesen Celebrity Skin eintauchen, und Wealthy für die Außenkontur, dass das so ähnliche Brauntöne dann hat. Wie gesagt, ich habe vorher meine Pinsel nicht geputzt. Das bereue ich jetzt. Das bereue ich jetzt gerade sehr. Aber schaut weg, wenn ihr Pinsel immer akribisch putzt. Ich mache das nämlich, weil ich mich täglich schmink. Sehr, naja, wie soll man sagen, nicht so, wie man es sollte. Sondern sehr ungenau. Und es bleiben Farbpartikel drin, und es ist mir egal. Denn ich gehe nicht auf den Modenschau, ich schmink mich für zu Hause, und ja. Ich bewundere übrigens Leute, die sich immer komplett anders schminken. Ich schmink mich eigentlich immer sehr ident. Außer ich benutze eben andere Farben, aber ja, ansonsten. Keine Ahnung, immer wenn ich irgendwas ganz anderes probiere, wenn ich irgendwie so ein Make-up-Tutorial gesehen habe oder so, was mir gefallen hat, sah es dann an mir aus wie Shit, und ich war komplett unzufrieden, und ja, hab das dann einfach nicht gemocht und kam dann wieder zurück zu dem, was ich gewohnt war. Ich dunklere Braune drin. Das ist eine von Essence, billig, mir egal. Witch Side, ich finde die übrigens ziemlich cool, weil die zwinkert. Ich bin ein Verpackungsopfer. Und da gibt es einen Ton drin, der heißt Supernatural. Hier, den werde ich jetzt nehmen. Ich brauche übrigens bald mal komplett neue Pinsel. Meine sind wirklich schon abgefuckt, und ich habe auch nur billige, und ich überlege mir echt, in ein anständiges Set zu investieren. Ich weiß aber noch nicht genau, in welches.
Aber ja, die sind halt schon wirklich fucked up. Das Verblenden damit funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Und ich brauche viel länger dafür als mit anständigen neuen, wirklich anständigen Brushes. Aber ja. So, hier gibt es noch einen, ich glaube, der ist noch dunkler. Ein Ton, der heißt Magic. Den probieren wir hier auch noch. Das war hier außen. Okay, der macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Vielleicht minimal. Ja, ein bisschen. Der kommt hier außen hin. Ich bin noch nicht wirklich zufrieden. Und wie ihr seht, das Verblenden ist bei mir echt mit diesen kaputten Pinseln schon schwer. Die Zodiac-Palette von BH Cosmetics, die liebe ich wirklich. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich extrem top. Da gibt es eine dunkle Braun, die ist aber auch zu dunkel schon. Das geht ins Rote. Ich wollte eigentlich nicht zu ins Rote, aber ich glaube, dieses dunklere Braun hier, das werde ich da noch ein bisschen benutzen. Im Alltag, ich schmink mir schon sehr viel mit Essenz und anderen billigen Sachen, muss ich sagen, weil sie verblenden sich halt nicht so gut und sie decken nicht so gut, aber von der Haltbarkeit her bei Eyeshadows, die halten eigentlich auch sehr gut den ganzen Tag. Da muss ich echt sagen, dass das jetzt nicht so viel Unterschied ausmacht, wie man denken würde. So, jetzt mache ich was, was ich sonst nie mache, aber wir sind heute experimentierfreudig. Bei mir wird das immer entquascht, aber ich probiere es. Ich habe nämlich noch so eine billige auch, Eyeshadow Base, und mal schauen, ob das wirklich einen Unterschied macht. Ich möchte ja Geld benutzen. Ist da überhaupt noch was drin? Sonst kann ich die dann auch gleich wegschmeißen. Ah, ein bisschen. So. Ich bin nämlich gespannt, ob die wirklich jetzt einen Unterschied dann macht, weil ich normalerweise keine benutze, weil ich einfach nur Make-up auch auf die Augen schmiere. Folgt lieber nicht meinen Tutorials, weil ich mache das, glaube ich, nicht so, wie man es machen sollte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall benutze ich dann meistens so eine Base gar nicht, vor allem nicht für den Alltag. Ich muss mir da auch mal eine teure holen. Da schwärmen so viele Leute davon. Und ja, wenn so viele davon schwärmen, dann muss es ja irgendwie gut sein, oder? So, okay. Wie sieht das aus? Nicht perfekt verblendet. Egal. Es ist okay, würde ich sagen. So, mache ich jetzt den ganzen Gelb oder außen? Ich glaube, in der Mitte mache ich Gelb und hier mache ich Schimmer drauf. Oder hier Gelb und hier in der Mitte Schimmer. Die einzigen Gelbtöne, die ich habe, sind auch von BH Cosmetics in der Take Me To Brazil Palette. Die ist einfach toll, weil die einfach den Regenbogen enthält und ja. Wenn man sich gerne auch bunte Farben schminkt, ist die echt gut zum Kombinieren mit anderen Paletten. So, und ich werde welches Gelb nehmen. Dieses sehr kräftige hier. Ihr seht, Gelb und Orange habe ich am meisten von dieser Palette benutzt, weil alle anderen Farben, so Blau und Lila und so, habe ich auf vielen anderen Paletten drauf, aber halt Gelb und Orangetöne fast nirgends. Und ich werde jetzt schon, wenn die hier ausgehen, dann muss ich mir die Palette neu holen, weil ein anständiges Gelb finden, das auch deckt, ist echt schwer. Und ich finde die für die Preis-Leistung, wie gesagt, sehr gut. Macht schon einen Unterschied. Gut, ihr seht jetzt den Unterschied nicht, aber ich sehe ihn. Aber da irgendwie Glitter in der Mitte haben. Und dafür nehme ich wieder die Zodiac. Da gibt es ja eine wirklich schöne Glittertöne drin. Gold will ich nicht, aber ich werde dieses für Fische nehmen. Das ist so ein, ja, das wird gut zum Lippenstift passen, denke ich mal. Stechend aus, weil mein Gelb in den Haaren ist auch nicht mehr stechend. Da muss ich heute oder morgen mal wieder nachfärben.
So, und ich mache circa über die Hälfte den Glitter, so bis zur Hälfte hin. Ich muss sagen, der deckt aber jetzt nicht so gut über die Gelb. Da kommt einiges drauf. Naja, was hier sehr hilft, ist nicht einfach nur streichen, sondern wirklich drauf pressen. Ich tupfe das richtig drauf. Da hält das dann eben immer schneller und besser. So. Das waren die Paletten. Das soll euch nicht passieren. Überseht sowas dauernd, aber ja. Dass meine Paletten überhaupt noch ganz sind. Mir ist eigentlich noch nie passiert, dass irgendeine auseinanderfällt. Das Einzige, was mir jemals passiert ist, war, dass ich eine gekauft habe, in der schon ein gebrochener Eyeshadow drin war. Und der war fast ganz aus, also komplett kaputt. Auch von BH Cosmetics. In der Royal, wie heißt die denn? Ich liebe die Palette generell. Die habe ich hier auch irgendwo. Der Royal Affair, ich liebe die Palette wirklich. Die hat auch sehr schöne Brauntöne, Goldtöne und ich liebe dieses Grün hier. Und ja, dieses hier unten, das Princess, war von Anfang an aus. Das war eigentlich ein schönes Schimmerrot. Ich konnte es nicht wirklich verwenden, weil es war schon immer so, wie es hier sieht. Da hätte ich eigentlich auch die Brauntöne benutzen können, aber ja. Gut, ich will aber jetzt nicht noch eine andere Farbe. Ich will in der Mitte nur noch mehr Glanz. Nehmen wir wieder die, denn hier gibt es so einen hellen Glanzton. Seht ihr das? Amulett. Den mache ich jetzt in die. Wie heißt das denn auf Deutsch? Hier in die Mitte auf jeden Fall. Bei der Nase. So. Der glänzt nämlich echt geil. Also dafür, dass es eine Billigsdorfer Palette ist. Funktionieren vor allem die Schimmertöne von der Palette echt gut. Ich schätze mal, man sieht den Unterschied. So. Gut, jetzt brauchen wir. Ich nehme eigentlich so gut wie immer, also wirklich so gut wie immer, weißen Kajal ins untere Auge rein. Keine Ahnung, wie das heißt. Gott, bitte, ihr wisst sicher, wie das heißt. Auf jeden Fall hier unten rein, weil es macht die Augen wirklich definitiv größer und auch strahlender, vor allem wenn ihr dunkleren Eyeshadow benutzt. Und wie ich meine Hände sehen aus. Ich habe jetzt voll geputzt und zwar schon die Hände gewaschen, aber. Okay, jetzt ist besser. Ich möchte übrigens auch Buch-Make-ups machen. Mal wieder. Ich habe schon ein paar gemacht, aber nur Fotos. Und das wäre irgendwie sinnvoller auf meinem Kanal. Aber heute hatte ich Lust auf ein ganz normales. Aber ja, das werde ich vielleicht am nächsten Wochenende und die nächsten Tage dann machen. Buch-Make-up-Videos. Ich glaube, das könnte echt witzig werden. Das habe ich bei noch nicht so vielen gesehen, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum. Macht die Augen wirklich, finde ich, noch größer und runder und ja, einfach ein besseres Bild. So, und jetzt probiere ich diese Bat Wings aus. Ich habe letztens kläglich versagt. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Wenn ich wieder versage, dann habe ich sie auf Kamera. Eh total simpel. Man macht erstmal den Wing, soweit man will. Bei mir geht er also wirklich weit. Ich mag das. Und dann geht man hier in die Mitte. Und hier macht man dann ein C. Ich weiß nicht. Wobei, so schlecht ist es nicht, oder? Ja, wir haben es halt jetzt so. Mache ich das andere Auge auch so.
aber ich hoffe mal, dass es halbwegs gleichmäßig, keine Ahnung. Es sieht nicht so schlecht aus, oder? Ja, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. So. Und dann geht's mir noch unter das Auge. Und hier. Und jetzt kommt, finde ich, immer das Schwerste, weil ich verzeichne mich immer. In der Mitte. Ganz toll, jetzt kriegt er auch noch die Abdrücke. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, wie andere das machen. Schwierig, ich habe seit 20 Jahren, aber ist okay. So sieht das dann so halbwegs aus. Jetzt noch die Wimpern tuschen. Besser sieht das Ganze dann natürlich aus mit falschen Wimpern, aber ich benutze keine im Alltag, weil ich Brillenträgerin bin und einfach lange Wimpern, meine natürlichen sind schon relativ lang, aber noch längere stoßen dann gegen die Brille an, das ist so unangenehm. Außerdem haften die dann ab paar Stunden unter der Brille nicht mehr anständig und gehen runter. Und deshalb leider, das nervt mich hier total, nutze ich eigentlich so gut wie nie falsche Wimpern, einfach nur wegen der Heißbrille. Ich meine, ich bin eh froh, dass ich von Natur aus sehr lange Wimpern habe, aber sie könnten halt dichter sein. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nur auf der Seite hier am Außenrand falsche hinklebe, um die Wimpern hier außen zu verlängern und zu verdichten. Aber selbst das stößt halt gegen die Brille und ist so unangenehm. Also jeder, der eine Brille dauerhaft trägt, wird das verstehen, das schon probiert hat mit falschen Wimpern. Es wird einfach nicht anständig. Ich weiß nicht, von was ich von diesen Batwings halte, weil ich mag's, aber eben noch nicht. Und ich werde da jetzt ein bisschen, ganz wenig, oh, ich werde versauen, oder? Ganz wenig schwarzen Eyeshadow hin und das hier ausblenden. Okay, sieht auf jeden Fall besser aus, wenn man das hier so ein bisschen verblendet. Okay, gut. Ich werde auch jetzt was machen, was ich normalerweise im Alter vor allem nicht mache. Ich werde es jetzt mit ein bisschen Contouring probieren und ich bin mega schlecht darin. Es kann also sein, dass ich nachher viel zu braun bin. Ich probiere es aber jetzt. Eck, Gott. So, da habe ich auch eine ganz, ganz billige Essence Disney Pocahontas. Ja, die meisten Töne da drin sind natürlich viel zu dunkel. Deswegen, ich werde es mit dem hellsten probieren. So, soll ich jetzt zuerst Concealer und dann? Ja, oder? Zuerst Concealer. So, jetzt bin ich ein Geist. Und jetzt werde ich zuerst die Konturen machen und dann mit Puder das Ganze noch abschwächen. Ja, und ich nehme den hellsten Ton, der hier enthalten ist, von den Brauntönen. Jetzt habe ich keinen dünnen Pinsel, um es bei der Nase zu machen. Und mit dem dicken wird es wieder nicht anständig. Ich könnte es nur mit einem normalen Eyeshadow-Pinsel probieren. Ich probiere es jetzt. Shit. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht oder scheiße. Bei den Wangen geht's, aber bei der Nase keine Ahnung. Wir lassen es so. Jetzt kommt jede Menge Puder drauf. Okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Lippen, denn ich habe die noch nicht ausprobiert. Deswegen probiere ich die jetzt tageweise und passe halt die Augen-Make-up an. Und jetzt probiere ich den Jeffree Star Lipstick Scorpio mal aus. Ich habe keinen Lip Liner dafür da. Also einfach so.
hat ja ganz leicht einen lila Stich drin. Ich meine, es ist die lila Palette, aber ich dachte, es ist nur braun. So, mal sehen, wie er dann aussieht, wenn er trocknet. Jetzt noch ein bisschen Fixierspray drüber. Highlighter ist kein kompletter Look. Ich habe eine richtig coole Cosmo Glow von Misslin Palette da. Die sind echt extrem stark. Man braucht das, um wirklich rein dippen. Ich werde ewig mit denen auskommen. Ich habe auch schon einen eigenen Pinsel dafür, für den Highlighter. Die Frage ist, welchen nehme ich da jetzt? Eigentlich der Galaxy wäre am passendsten. Der hat ja auch so einen leichten orange-braunen Ton im Leben. So. Ich muss sagen, den Lippenstift mag ich sehr. Ich mag die Farbe. Ja. Ich würde sagen, ich bin fertig, Alltags-Make-up-mäßig ist das vollkommen in Ordnung. Und diese Bedwings finde ich jetzt nicht so schlimm, aber gewöhnungsbedürftig beim Machen. Ich werde jetzt noch meine Haare machen. So, das ist jetzt der komplette, ich sag mal, Alltags-Everyday-Alternative-Goth-Make-up-Look, den ich heute mache. Und ja, den ich heute gemacht habe und ja. Falls es ein extra Video wird, danke fürs Zusehen. Ansonsten geht's im Vlog jetzt weiter.